Ja, wir müssen einfach konstatieren, dass selbst wenn man betrachtet, sind die Zahlen geringer als 2015, aber mit den Menschen, die aus der Ukraine zu uns gekommen sind, sind die Zahlen deutlich höher. Und ich glaube, wir werden nicht rumherkommen und wir brauchen ja gar nicht so weit wegschauen. Wenn wir nach Dänemark schauen, die haben das in den Griff bekommen. Wenn wir nach Österreich schauen. Wie eigentlich? Erzählen Sie das mal. Ja, die Dänen, das konnten wir erleben, im Jahr 2018, 2019 haben die Grenzen tatsächlich dicht gemacht. Jeder Dänemark-Urlauber weiß das vielleicht noch. Gab es plötzlich Grenzkontrollen auf dem Weg von Deutschland nach Dänemark und auch wieder zurück. Wir haben die Asylzahlen runtergebracht. Das war übrigens initiiert durch die dänische Sozialdemokratie. Und hat dann gleichzeitig aber gesagt, die Integrationsmittel in Deutschland, hat mein Kollege aufgeschrieben, sind das über 37 Milliarden im Jahr, ohne Bürgergeld und andere Zuwendungen. Also nur für die Institutionen 37 Milliarden. Wenn wir die investieren in unser Bildungssystem, aber auch in die Ausstattung oder in die Rentenzahlung. Ich meine, wir erleben es immer wieder, dass die Rente tatsächlich nicht reicht. Und ich bin jetzt nicht der erste Sozialdemokrat, aber ich möchte auch nicht sehen, dass Leute, die 40, 45 Jahre in unser Arbeitssystem geleistet haben, in Rentensystem eingezahlt haben, am Ende Flaschen suchen müssen. Und ich glaube, da müssen wir einfach sagen, okay, wir müssen uns darum kümmern, dass es erstmal die Solidarität denjenigen gilt, die den Staat auch mit aufgebaut haben, die sich verdient gemacht haben, unser Gemeinwohl. Und nochmals, wenn wir ganz klar sagen, wir stehen humanitär, wir stehen zum Asylrecht, das sowieso. Wir stehen aber auch humanitär an der Seite der Kriegsherde, an denen von Krieg und anderen Umweltschäden, Umweltkatastrophen stehenden Leuten, stehen wir an der Seite. Ja, dann lasst uns das aber vor Ort machen. Das sind dann die berühmten Bilder zu sagen, europäische Außengrenzen zu, Schengener Außengrenzen dicht machen, mit Frontex, mit modernen Mitteln, Asylverfahren außerhalb von Europa anlegen, damit dieser Strom nicht zufällig passiert oder, wie Sie gerade sagten, wenn mal wieder eine Lücke da ist. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir Kontrolle haben über diejenigen, die kommen und natürlich auch Kontrolle haben über die, die unrechtmäßig gekommen sind, dass wir die möglichst schnell wieder dahin schicken, wo sie tatsächlich sich auf den Weg gemacht haben.